Besser hätte das Wetter für den ersten Flug wirklich nicht sein können. Am 30. Juni haben die Grundschülerinnen und Grundschüler des Montessori-Zentrum Angell 5 Distelfalter in die Freiheit entlassen. Über 2 Wochen hinweg hatten die Kinder die Tiere im Klassenzimmer beobachtet und die Entwicklung von der Raupe über das Puppenstadium bis hin zum Schmetterling in Echtzeit miterlebt. Nun hieß es Abschied nehmen. Am Ufer der Dreisam öffneten die Kinder das mobile Schmetterlingshaus und warteten mit Spannung auf den Abflug. Damit hatten es allerdings gar nicht alle so eilig.